Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meiner Rezepte. Heute gibt es wieder ein super einfaches Gebäckrezept von mir, entweder als Beilage zum Grill oder so zum Essen. Ich gebe eine frische Hefe in meine Rührschüssel hinein und darüber 200 ml lauwarme Milch, 100 ml lauwarmes Wasser, ein Teelöffel Zucker und lasse es 10 Minuten gehen. Nach 10 Minuten habe ich 50 ml Öl hineingegeben und so ungefähr 500 Gramm Mehl und ein Teelöffel Salz und den Teig vorbereitet. Damit der Teig nicht an den Händen kleben bleibt, habe ich zwischendurch meine Hände mit Öl bestrichen und den Teig mit einem Küchentuch abgedeckt, so ungefähr eine halbe Stunde gehen lassen. Nach einer halben Stunde habe ich aus dem Teig Bällchen vorbereitet. Meine waren so groß wie eine Apfelsine. Wie groß ihr die halten möchtet, ist natürlich wie immer euch überlassen. Erstmal habe ich die einzelnen Bällchen einfach mit den Händen oval so ausgerollt. Dann habe ich jedes einzelne Stück zu einem Strang geformt. Dann habe ich mit den Händen so eine Vertiefung gemacht und in diese Vertiefung kommt die Füllung hinein. Was für eine Füllung ihr nehmen möchtet, könnt ihr selber entscheiden. Ich habe heute Schafskäse genommen, ich habe dann ein bisschen Chili-Pulver, ein bisschen getrockneten Pfefferminz, ein bisschen Thymian hineingegeben. Dann habe ich die beiden Seiten einfach mit den Händen zusammengeschlossen, sodass die Füllung nicht mehr zu sehen ist. Das ist wirklich super einfach zum Vorbereiten und ist auch genau passend zum Grill. Ich habe die dann auf ein Blech gegeben, welches ich mit Backpapier ausgelegt habe und auf dem Blech nochmal eine halbe Stunde gehen lassen. Danach habe ich die mit Eigelb bestrichen. Ihr könnt auch ein bisschen Milch hineingeben, aber ich habe heute einfach Eigelb genommen. Ich habe dann mein Gebäck mit Sesam, mit Körner und Schwarzkümmel bestreut. Es wird dann im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad goldbraun gebacken und mein Gebäck ist jetzt raus aus dem Ofen. Das ist wirklich super lecker, müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Das wäre es dann eigentlich auch heute von mir. Ich hoffe, dass euch auch dieses Rezept gefällt. Wir sehen uns dann in meinem neuen Video wieder.